So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück und genau, jetzt nervigen Sachen wegklicken. Ja, der erste Jungfernflug letztes Mal oder Testflug lief ja eigentlich ganz gut. Jetzt fehlt uns eigentlich nur das Eis. Genau, eigentlich. Und zwar das Wichtigste, was wir so brauchen. Das heißt, wir werden das mal ausprobieren, ob das denn soweit funktioniert. Und ob wir damit entsprechend... Ich hoffe, das funktioniert. War jetzt 7 an aus oder das? Nee. Doch, 7. Ah, gut, okay. Da hinten ist Eis. Aber war hier nicht auch noch Eis? Ja, ne? 800 Meter. Da hinten ist auch noch mal welches. Nee, Eisenfels. Eisen. Da ist eigentlich nur irgendwas. Ich bin der Meinung, hier oben war auch Eis. Ja, hier, X-Eis. Wie weit ist das andere Eis weg? 2 Kilometer. Naja, dann ist aber eigentlich klar, wo wir hingehen, oder? Dann nehmen wir das hier in 800 Metern Entfernung. Ja. Also finde ich jetzt zumindest irgendwie logischer. Warum soll ich jetzt hier irgendwo meilenweit hinfliegen, wenn es direkt hier ist? Also wirklich in unmittelbarer Nähe, wenn man das so nennt, ne? 800 Meter ist ja gar keine Entfernung. Das heißt, da müssen wir nur schauen, dass wir da irgendwie... Ich hoffe, wir haben schon mal gebohrt hier. Ja, sieht fast so aus hier, ne? Ja. So. Müssen wir es so runterbohren. Und hoffen, dass es ausreicht, dass wir komplett mit dem Schiff runterkommen. Ich habe gerade eben Alien Covenant nachgeholt zu gucken. Muss sagen, ja, guter Alien-Film. Baut ja auf dem Prometheus auf. Aber ich muss sagen, Prometheus fand ich geiler, definitiv. Also war echt nicht schlecht. Hat Spaß gemacht, den zu gucken. Hier ist es schon manchmal ein bisschen schwierig. Also es fängt sehr, sehr geil an, schwächelt in der Mitte und hat ein wenig überraschendes Ende. Ja, also muss man halt wirklich so sagen. Denn das, was da passiert, ist so was von berechenbar eigentlich. Also zumindest für mein Empfinden, ne? Oh, da kommt das Eis. So, jetzt kann man es abbauen. Hoffen wir, dass es klappt. Ah, schwierig hier so ein bisschen, ne? Weil ich kann mich kaum bewegen. Ein paar mehr Bohrer wären vielleicht nicht schlecht gewesen. Das funktioniert wohl irgendwie. Ach so, ah, da ist es ja. Also wenig Eis hier, ne? Ob wir hier drin wenden können.
ist echt wenig Eis. Beziehungsweise gut versteckt. Oh Mann. Ich weiß es auch nicht. Was hat denn die Maus gerade? Warte mal. Was ist das denn? Seltsam. Okay, das kriegen wir hin, denke ich. Ein bisschen bohren. Dann sollte es kein Problem sein. Hoffe ich. Das ist halt schwierig jetzt einzuschätzen, ne? Wir steigen mal kurz aus, würde ich sagen. Gucken uns das mal hier an. Ja, okay, ich sehe schon warum. Wir machen kurz ein bisschen Weg frei, würde ich sagen. Ja, da wären zwei Bohrer doch nicht schlecht gewesen, ne? Mal gucken, passt das schon so? Ich möchte nicht, dass wir uns irgendwo hier kaputt hauen dran. Hier ist überall das Eis. Okay, 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 das ist dann doch ein bisschen was. Jetzt ist nur die Sache, mal schauen, wie viel wir jetzt schon haben. An Eis. Interessiert mich ja dann doch. So, 8000, 2000. Hammer. Okay. Der ist voll. Das ist fast voll. Fehlt nur ganz, ganz wenig. Voll, voll, voll. Das heißt, wir können auf jeden Fall zurückfliegen erstmal und das wegbringen. Weil alles andere macht gerade gar keinen Sinn. Okay, das ist jetzt spooky. Verdammte Axt, ey. Also wir müssen echt gucken, dass wir das mit den Triebwerken verbessern. Das war jetzt so, medium optimal, würde ich sagen, ne? Ja. Aber wir sehen jetzt noch viel mehr Sachen, was er gerade so alles sieht, ne? Sehr schön. Das gibt mir Hoffnung. So, da vorne haben wir die Basis. Ja gut, wenn man wirklich nur gerade runterfliegt, dann wieder nach oben, dann geht das ja. Dann muss das Vorkommen ein bisschen größer sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir machen jetzt vorsichtig, nicht, dass wir hier irgendwie uns dann gleich beschädigen. Aber ich finde das gut mit diesen Windturbinen, ne? Das funktioniert jetzt bei uns zumindest echt super. Also da braucht man sich jetzt gar keine Gedanken machen, dass es da irgendwas gibt, was nicht funktionieren könnte. Weil der Strom, den das liefert, der ist schon echt super. So. Das war nicht gut. Das waren so Kleinteile.
So, und die 8. Sehr schön. Ach, herrlich. Gut, jetzt ist nur die Sache. Wir haben, glaube ich, gerade gar nicht genug für... Ach, scheiße. Für einen neuen Tank. Weil wir brauchen definitiv noch einen weiteren Gastank. Der ist 0,9% voll. Ah, ich muss aufpassen wegen dem Eis. So, Raffinerie stilllegen. Das geht nicht, der verarbeitet mir nämlich jetzt das ganze Eis und das können wir nicht zulassen. Naja, das ist halt nicht angeschlossen, ne? Ich muss jetzt irgendeinen Frachtcontainer machen. Ja, wo ich das ganze Eis hinpacke. Das wäre nicht verkehrt. Puh, 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 puh. Ah. Ja. Ja, oder wir bauen gleich ein Raumschiff und transferieren das dann da rein, ne? Ja, die Sache ist... Ja, das machen wir auch. Wir wollen ja eh ein Raumschiff basteln, ja? Und wir brauchen Hydrogen dafür, das heißt dementsprechend... Hörte sich das gerade so an von Musik, als werden wir angegriffen. Naja, mal gucken, wir warten ab. Aber wir werden hier anfangen, mal so ein Raumschiff zu basteln, was erstmal nur aus den Tanks besteht. Ja, wir werden erstmal nur die Tanks basteln, die wir dann halt so per Docking-System mäßig halt aufnehmen. Ich denke, das ist das Einfachste. Ich habe doch schon eine Idee ungefähr. Naja, gut, ich verabschiede mich erstmal. Wir sehen uns ja dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.